In diesem Video möchte ich den Telekom Media Receiver Entrich vorstellen. Bei diesem kleinen schwarzen Kasten handelt es sich um den Media Receiver Entrich, ein Mini-TV-Empfänger für digitales Fernsehen über ihren Telekom-Internetanschluss. Der digitale HD-Empfänger der Telekom kann exklusiv mit der Start-TV-Option genutzt werden. Dieses am Telekom DSL oder VDSL-Anschluss verfügbar und ist eine perfekte Alternative zum Fernsehen über Antenne, also DVB-T2 oder zum Kabelfernsehen oder auch zum Satellitenfernsehen. Dieses Gerät wird einfach mit Ihrem Telekom-Router verbunden, am Fernseher angeschlossen und letztlich kann es dann schon losgehen, wenn der entsprechende Tarif vorhanden ist. Der Media Receiver Entrich ist der Einstieg ins digitale Fernsehen über die Telekom, ist also nur für Live-TV geeignet, also um einfach Fernsehen zu schauen. Im Gegensatz dazu gibt es noch Entertain TV, hier mit dem Media Receiver 401 mit integrierter Festplatte. Das Entertain TV-Produkt unterstützt viele weitere Funktionen wie zeitversetztes Fernsehen, Aufnahmefunktionen, sogar von unterwegs per Smartphone können Sie das Gerät programmieren, verschiedene Videotheken und Mediatheken, die aufrufbar sind, also einfach mehr als nur Fernsehen mit Entertain TV. Zum Lieferumfang gehört alles, um den Media Receiver Entrich mit Start-TV in Betrieb zu nehmen. Das heißt, Sie haben hier eine passende Fernbedienung mit den Batterien. Wir haben hier ein externes Netzteil mit dem Stromanschlusskabel, eine Bedienungsanleitung, ein HDMI-Kabel, um den Media Receiver Entrich mit Ihrem Fernseher zu verbinden und auch hochauflösende HD-Bilder zu ermöglichen. Ebenfalls mit dabei ist hier ein Netzwerkkabel. Es handelt sich hier um ein Flachkabel, was also auch unterm Teppich in Fußleisten oder unterm Türrahmen verlegt werden kann. Es handelt sich ja bei Start-TV mit dem Media Receiver Entrich um ein IP-TV-Produkt. Das heißt also, das Gerät muss mit dem Internet verbunden werden, entweder wie gesagt über dieses Kabel oder wenn keine Kabel verlegt werden können, gibt es natürlich noch die Lösung über Powerline oder über eine WLAN-Bridge zu gehen. An der Rückseite gibt es hier die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Zum einen natürlich hier für die Stromversorgung, daneben der LAN-Port für das Netzwerkkabel zu Ihrem Router. Der Mini-USB-Anschluss wird nur für interne Zwecke oder für Kundendienstzwecke benötigt. Hier haben wir die HDMI-Buchse, dort wird das HDMI-Kabel zu Ihrem Fernseher angeschlossen und hier noch einen Reset-Knopf, um das Gerät zurückzusetzen. Die Fernbedienung ist ebenfalls übersichtlich und schlicht gehalten. Es handelt sich hier um eine Standardfernbedienung, die auch für andere Media Receiver verwendet wird, weshalb es hier unten zum Beispiel auch den Aufnahmeknopf gibt, was ja im Media Receiver Entrich gar nicht unterstützt wird. Aber mit diesen Pfeiltasten können Sie dann bequem im Menü navigieren, können hier die Sendernummern direkt eingeben und können die Lautstärke regeln oder auch Sender hoch und runter schalten. Mit Start-TV der Telekom nutzen Sie digitales Fernsehen in hochauflösender HD-Qualität. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind auch bereits kostenfrei im Start-TV mit enthalten. Als Zubuchoption können Sie auch die privaten Sender in HD-Qualität sich freischalten lassen. Sie sehen auch hier, das Umschalten zwischen den Sendern funktioniert sehr schnell. Und das, obwohl wir hier nur einen DSL-16-Anschluss haben. Es gibt hier die EPG-Daten, also die digitale Programmzeitschrift, die Sie auch die verschiedenen Sendungen sehen, die gerade laufen, und dann entsprechend umschalten können. Start-TV, also ein günstiger Einstieg ins digitale Fernsehen, IPTV der Telekom. Wenn Sie etwas mehr wollen, also diese ganzen Festplattenfunktionen, Aufnahmefunktionen, dann empfehlen wir Ihnen das Entertain-TV-Produkt. Das Start-TV-Produkt für Ihren Anschluss können Sie online auf unserer Internetseite bestellen. An unserer Hotline beraten wir Sie gern auch zu einem Tarifwechsel oder auch zum Neuvertrag oder Anbieterwechsel. Rufen Sie uns einfach unverbindlich an und nutzen Sie unsere kostenlose Beratung.